Hallo und herzlich willkommen bei RetroBen. Heute möchte ich euch mal eine kleine Gameboy-Sammlung von mir zeigen. Die ist nicht groß, aber klein und fein. Habe ich mir so in den letzten Monaten auf dem Flohmarkt zusammengesammelt und wir fangen einfach direkt mal an. Ich zeige euch ein paar Spiele. Wir haben hier, ups, steht nicht, doch, Hugo. Als nächstes Pinocchio. Ein Disney-Spiel. Dann ein Spiel, was ich früher sehr oft gespielt habe, als kleiner Junge. Asterix und Obelix. Sehr, sehr cooles Jump'n'Run-Game. Dann haben wir hier wieder ein Disney-Spiel. Toy Story. Und als nächstes The Lion King, oder besser gesagt, der König der Löwen. Auch schön das Modul, schön bemalt. Naja, manche Kinder mögen es so. Dann haben wir als nächstes Speedy Gonzales. Auch ein schönes Spiel. Alle so von der Machart her. Gleich natürlich Jump'n'Run-Spiele. Hier haben wir Kirby's Dreamland 2. Ein super Spiel. Bockt auf jeden Fall. Als nächstes ein Konami-Spiel und zwar Montanas Movie Madness, ein Bugs Bunny Tiny Toons-Spiel und Darkwing Duck von Capcom. Darkwing Duck, früher auch eine sehr erfolgreiche Serie, die ich oft geguckt habe. Dann haben wir als nächstes, Moment, einmal Mickey Mouse. Und nochmal Mickey Mouse. Mickey Mouse Dangerous Chase. Jetzt kommen wir mal zu den etwas erfolgreicheren und besseren Titeln. Da haben wir Mega Man. Ein alter Klassiker, eins meiner Lieblingsspieleserien früher. Und einmal für alle Fans. Pokémon Gelb, Pokémon in Rot, Pokémon in Silber und Pokémon in Blau. Na, sieht doch schick aus. Können wir so stehen lassen. Dann die Klassiker. Super Mario Land 1. Immer noch eins der allerbesten Spiele überhaupt. Super Mario Land 2. Und der Nachfolger Super Mario Land 3, aka Wario Land. Hier haben wir ein schönes, schickes, gelbes Modul in Donkey Kong Land. Und ein Klassiker und eines der besten Gameboy-Spiele und eines der besten Spiele vielleicht überhaupt, Zelda, The Legend of Zelda, Link's Awakening. In super Qualität übrigens noch. Und mit was hat alles angefangen? Mit dem hier. Tetris. Das Spiel, mit dem wohl sogar eure Mütter gespielt haben. Den Mitbegründer. Dann habe ich jetzt noch hier drei Kuriositäten. Moment. Und zwar einmal hier Game & Watch Gallery 3. Keine Ahnung. Ein Pokémon-Modul. Also steht nur Pokémon drauf, keine Aufklärung. Und eine Super 12 in 1 Spielesammlung mit Spielen wie, na, stell ich mal scharf, NBA Jam, UU, Tiny Toon, Monster Wars etc. Dann habe ich noch zwei Game Boy Color Spiele. Einmal Blade und einmal X-Men, Mutant Wars. Und Super Mario Advance für den Game Boy Advance. Und einmal original verpackt The Legend of Zelda Oracle of Seasons mit allem drum und dran, Hülle, Heft und Spiel. Ja, und ein Zelda klimpert ja noch im Game Boy Advance. Das ist folgendes, auch ein teures Modul, Zelda Four Swords.
mal ein Comeback vom alten Zelda-Spiel in Farbe. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten. Retrobin sagt Tschüss und Daumen hoch, kommentiert und sagt, was ihr noch so für Schätze habt. Ciao, ich bin raus.